Hallo! Hallo! Ich bleib jetzt so, ist voll bequem. Was? Nein! Ah. Er ist echt schwer. Eigenartigstes Intro ever. Heute ist Julia dabei, ihr kennt sie. Sie ist meine absolute Lieblings-YouTuberin. Applaus! Julia und ich, wir sind beide nervig und wir werden heute nervige Sachen testen, die einfach nur scheiße sind und wir werden uns aufopfern, um euch zu zeigen, dass ihr es nicht nachmachen müsst. Was für Sachen testen wir nochmal? Wir testen heute TikTok-Gadgets und Hacks, die... Ah, ich kann nicht sprechen, Julia, warte nochmal. TikTok-Gadgets. TikTok-Gadgets und Hack, die einfach nur super dumm sind. Hack! Wir testen heute TikTok-Gadgets und Gadgets. Wir testen TikTok-Gadgets und Hacks, die so richtig scheiße sind und wo man eigentlich schon weiß, das ist bestimmt nicht cool, aber irgendwie denkt man sich auch gleichzeitig, oh, ich muss schon gerne probieren. Oh, ich bin so an. Leute, wir haben wirklich verrückte Sachen. Wir werden heute Milch durch eine Kaffeemaschine ziehen. Wir werden heute Flaschen aus Glas sprengen. Es wird explosive. Ich würde sagen, es wird Zeit für die größte Erfahrung eures Lebens, damit ihr endlich mal schlau werdet. Und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video. Woo! Okay, ich würde sagen, wir kommen zu unserer ersten Sache. Ich habe sie schon vergessen, aber zum Glück gibt's Melina. Der Prosecco! Ja, ob das so schlau ist, Prosecco zu werfen, weiß also ich auch nicht. Also den mache ich jetzt nicht mehr. Ja, okay. Oh, nee! Oh, ich muss dir jetzt das TikTok zeigen. Hast okay. du's? Sick. Die ist voll geil, die Alte, oder? Oh Gott, Melina, das ist doch bestimmt das falsch. Das war alles falsch. Oh, Melina, ich hab doch gesagt, du musst drauf achten, dass es kein Plastikkorken ist. Aber wir haben doch noch den. Der ist doch gut, ja. Ah, ihr seid doch eigentlich bescheuert. Weißt du, ich habe jetzt schon 3 Herzinfarkte bekommen. Ich trinke so ein Zeug eigentlich nicht, Leute. Wie gesagt, Alkohol ist Gift, man trinkt sowas nicht. Ich mach das jetzt mal ab hier. Kann ich den hier trotzdem aufmachen? Spaß. Was ist denn das überhaupt? Boah, du hast bestimmt den teuren gekauft. Das war der billigste. Ich schüttel mal noch ein bisschen. Mann, du bist doch eigentlich doof. Da passiert doch nichts. Und jetzt müssen wir eigentlich einfach nur den hier machen. Ja, chill doch mal. Wir müssen jetzt dafür rausgehen. Okay. Flasche steht unter Druck. Bitte vorsichtig behandeln. Bei unachtsamem Verhalten kann die Flasche platzen. Daraufhin erstmal ein Weinglas daneben. Melina ist so ängstlich. Ich habe richtig Angst vor der Flasche. Okay, warte. Kann ich verstehen, wenn du sie auch noch schüttelst. Ja, ein bisschen schütteln muss man die, sonst klappt das, glaube ich, nicht. Das wird jetzt aber... Oh Gott, das ist bestimmt ein Zeichen vom Himmel, dass wir das jetzt nicht tun sollten. Gleich trifft uns der Blitz. Weißt du noch, wie sie es gemacht hat, Julia? 1, 2, 3. So, so, so und dann. Ah! Ah! Och nö! Hä? Was ist das denn? Und es ist kaputt! Ja. Hä, aber wo ist das Ding hin? Keine Ahnung. Oh Julia, das war voll unspektakulär und kacke. Wollen wir es mit dem anderen probieren? Ja. Oh geil! Oh. Jetzt machst du dann aber okay? Aber dafür muss ich erst pipi. Okay, kommen wir zur nächsten Flasche. Ich habe Angst. Try number 2. Okay. Okay. Oh, ich hab so Angst. Hä? Ja, wegen dem Schütteln. Oh mein Gott, hast du gehört, wie es da hinten irgendwo geknallt hat? Ja. Hier ist deine Belohnung, Sekt trocken. Oh, ich will den aber nicht, der war eklig. Ja, aber da könnten Glassplitter drin sein. Ist mir egal, ich will lieber den, der no risk, besser. No fun, das ist unser Motto. Leute, bitte nicht zu Hause nachmachen, okay? Warum trinken wir den jetzt eigentlich? Das ist unsere Belohnung. Ein paar Glassplitter sorgen für den Kick im Hals. Wir kommen zu unserer zweiten geilen Sache, die es außerdem in sich hat. Und Melina wirft sie! Sieht klein aus. Wenn du schon so doll wirfst, dann vielleicht nicht ganz in mein Gesicht, okay? Okay, Julia, das ist echt geil. Das ist so richtig dumm. I know it from TikTok. Kann ich aufmachen? Das hier ist das kleinste XXL, extrem schnell ausfahrende Megaschwert, was du je gesehen hast. Habe ich noch nie gesehen. Wirklich? Nee. Es geht gar nicht aus! Ja, du musst doch vorsichtig sein, weil wenn du irgendeinen Knopf drückst, dann fährt es aus. Und es kann sich nur einmal im Leben ausfahren. Es ist ganz risky. Hä, hey, was soll denn das sein? Ich habe doch gesagt, wir testen Müll. Jetzt habe ich aber Angst. Oh, das ist aber schwer. Hast du es dir so schwer vorgestellt? Ich kenn's ja nicht. Deswegen keine Ahnung. Ich hab's ja. Also. Ich weiß auch nicht, wie es geht, Melina, weißt du, wie es geht? Wo hält man es denn fest? Da halt haben wir noch einen TikTok, wo man sieht, wie das benutzt wird? Nee. Gut. Man muss hier irgendwas drücken oder ziehen oder so und dann fährt es sich aus und halt so aber richtig schnell. Aber in welche Richtung ist das in Ding? In beide, glaube ich. Ah, es geht in die Richtung. Nee, nicht. Ah! Julia! Oh, toll! Ich hasse dich, weißt du, das haben die jetzt gar nicht gesehen. Und es ist nur einmal möglich. Und Melina hat gerade nicht mal gefilmt. Ich hasse dich. Ich habe es nur angefasst. Es ist ja voll empfindlich. Es tut mir so leid. Aber ich hasse dich, Julia. Es ist eigentlich so geil. Es war echt cool. Boah, wenn ihr das gesehen hättet, Leute, das wäre so gut gewesen. Oh Mann, die habt bestimmt echt nicht gesehen, ne? Aber geht's jetzt echt nicht mehr zusammen? Nee, weil das ist quasi nur so... Ah! Au! Hörst du auf, meine Frisur kaputt zu machen, du altes Assi-Vieh. Okay, schlag mich mal damit. Oh. Julia, weißt du, du machst alles kaputt. Hey, ich sollte es doch testen. Seitdem du mir gesagt hast, dass ich so einen fetten Popel an der Nase habe, spüre ich den auch. Oh, riechst du? Ihhh, meine
Eklig, eklig! Bah, auf damit, ich hab sie mit dem Gehirn. War ein cooles Geräusch, ne? Das hört so. Oh mein Gott, jetzt hat es in meinen Ohren wehgetan. Es hat so richtig so in meinen Ohren gemacht. Ja, jetzt hast du deinen Puppel nämlich im Ohr. Ich hör mal auf jetzt! Schon wieder in mein Ohr! Oh, du Aua! Oh, eigentlich rum. Wozu klatschen wir denn ein? Weil wir jetzt das neue geilste Spielzeug Deluxe haben. Jeder kennt's, jeder wollte es haben, als er klein war. Das hier sind Rollen für den Schuh. Klatsch ein! Das hier sind einfach so Rollendinger, die du hinten an deine Schuhe machst. An deine Schuhhände. Und dann kannst du quasi nicht mehr laufen, sondern du kannst auf deinen Schuhen rollen. Das Ding ist, früher gab es auch mal solche Schuhe, die so eine Rolle integriert hatten und ich war richtiger Profi. Ich durfte die nie haben. Die sehen aber geil aus. Das sind richtig die Guten. Ich hab so Angst. Okay, ich hab's. Oh mein Gott, das ist so schnell. Oh mein Gott, ich werde so auf die Fresse fliegen. Ja, aber es wird einfach nur geil. Man macht einen Fuß nach vorne, den anderen nach hinten und dann rollt man. Und jetzt zieh mich. Oha! Geil! Fahr jetzt zur Kamera hin. Ich mag dich gern. Nur damit du weißt, bevor du stirbst. Hast du es gesehen? Ich hab's gesehen. Oh mein Gott, wie geil, Julia, schau! Oh, ich bin auch. Oha, Julia, das macht so Spaß! Oha, ich sehe bestimmt so schwul aus, ne? Joey, are you ready? Jetzt kommt der längste Weg ever. Bist du ready, Julia? Ja. Okay, let's go. Oha! Ich schwöre, das macht so Spaß, ne? Ich glaub's dir und ich bin auch gar nicht neidisch. Sie sieht aus wie so eine kleine prima Ballerina. Oha, guck mal. Okay. Oh, oh. Jetzt sag mich, ist kaputt. Anscheinend bin ich zu schwer für den Scheiß. Verstand bis 80 Kilo. Das ist zu viel hier. Mann, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich zugenommen habe. Oh. Joey! Nee! Oh. Komm rein. Magst du mir nachher mal erklären, wie du das mit deiner Fettabsaugung gemacht hast? Das ist einfach so doof. Okay, wir kommen zum nächsten Hack. Jeder Mensch, der eine Kaffeemaschine schon mal bedient hat, dachte sich an irgendeinem Punkt, warum mache ich eigentlich Wasser rein? Ich könnte doch direkt Milch reinmachen. Und wir testen jetzt aus, ob es geht. Ich denke mal, man macht es nicht, weil dadurch die Kaffeemaschine kaputt geht. Nee, du willst das jetzt nicht auch werfen. 3, 2, 1! Oh mein Gott, das ging halt voll in meinen Schritt, ne? Und zwar das hier. Das hätte mir fast meine Eier abgesäbelt. Ja. Wir haben halt extra eine Kaffeemaschine organisiert, die gehörte mal Wolfgang. Als erstes brauchen wir Strom, Melina. Haben wir. Sie denkt halt echt mit, ne? Hätte man gar nicht gedacht, ne? Ich suche immer so einen Grund, sie zu feuern, aber es geht nicht. Wir müssen jetzt erstmal in den Wassertank Milch füllen. Oh mein Gott, Leute. Du meinst in den verkalkten Wassertank? Oh, halt die Fresse jetzt. Julia, fühl dich einmal bitte genauso risky und badass wie ich. Wir machen jetzt Milch in eine Kaffeemaschine. Oh, ist so badass! Oh, ich treffe gut. Wir brauchen auch noch so ein Patch. We need the patch. Oh, jetzt muss ich nach Kaffee. Leicht fischig. Oh, das sieht schon ein bisschen ranzig ja, aus. Ja, sag ich doch. Ja, aber ganz ehrlich, Wolfgang hat auch nicht immer Zeit. Julia, du machst es viel zu schnell immer. Du nervst mich. Ja, es passiert halt nicht mal was. Weißt du, Milch ist bestimmt zu dick für dich. Oh, wenn die jetzt... nicht. Oh, Mann, ey. Du bist aber auch so eine richtige... Warte, eine jetzt... unschuldige Tante. Julia, du nervst mich. Oh, sie will immer alles selber machen. Ich hasse das so. Noch ein Prosecco? Ja, schon gerade. Oh Mann, Leute, ich hab's mir auch anders vorgestellt, okay? Das ist der Kalk. Something is happening! Ah! Oh Gott! Es passiert was! Oh, oh mein Gott, es oh, kommt was! Nein! Oh, es war so richtig fail. Oh mein Gott, es kommt direkt aus dem Milchkoffer. Und es riecht gut. Verstehst du eigentlich, wie aufregend das eigentlich jetzt gerade in deinem Leben ist? Aber du musst es probieren. Nein, wir trinken es beide. Ich kann das nicht probieren, ich muss furzen die ganze Zeit. Oh Julia, jetzt. Wir sind doch unter uns. Er sieht halt wirklich aus wie Kaffee, der Milch drin hat. Ja. Hättest du es gedacht? Nein. Ey, ich bin so gespannt, vielleicht schmeckt er jetzt voll geil. You ready? Aufs Pupsen. Ja, ist bitter, ne? Aber vielleicht liegt es auch an der uralten Kaffeemaschine, die 5 Jahre alt ist. Mit der ganzen Kalk. Ja, und da waren so viele Ratten in diesem Keller, ne? Das kannst du nicht machen. Melina hat auch noch einen TikTok gesehen, wo Leute Salz in zu bitteren Kaffee machen und angeblich ist er dann lecker. Also nicht mehr bitter. Aber salzig. Du weißt schon, dass Salz ganz schön ergiebig ist, ne? Hey, ich geb dir gleich mal was Ergiebiges. Okay, bist du ready? Oh, das war so wenig Salz, aber es ist so ergiebig. Hab ich dich angespuckt? Nein, ich hab mich selber angespuckt, weil ich so lange musste. Aber es hat nicht und mehr immer noch geschmeckt. Bitter. Oh. Wir kommen zur nächsten Sache. Wir kommen zur nächsten Sache. Hä, hat voll gut geklappt. Man muss halt einfach mal so ein bisschen Entspannung im Leben haben. Sag mal, du bist
Du bist so ein dummer Angeber. Okay, das finde ich richtig cool. Du könntest jetzt auch mega langweilig. Also bitte finde Sachen nicht langweilig. Oh nee, sie guckt schon wieder so scheiße. Also ich fand's das echt cool. Das sind jetzt aber nicht so kleine Handtücher, die dann gucken werden, oder? Jeder kennt's. Man hat ja, so jeder Video kennt's. Oh, halt die Fresse jetzt. Jeder kennt's. Man hat mal so ein Videodreh und dann ist man total erschöpft. Man denkt sich so, oh, ich fühle mich gar nicht mehr frisch. Jetzt ein Erfrischungstuch. Aber einfach so feuchtes Toilettenpapier nehmen? Nee, so machen wir das nicht. Wir haben Erfrischungstücher in Tablettenform. Wie geil. Oh, mega geil. Also das hier sieht halt wirklich aus wie so eine Tablette, die du so snacken kannst, die für frischen Atem sucht. Probier sie mal. Die für frischen Atem sucht. Nimm's mal im Mund. Schmeckt nach Pfefferminz. Oh, ist das, glaube ich, schon größer. Ich wollte gerade sagen. Aber das ist dann ja voll mit deiner Sabba. Das ist dann ja gar nicht mehr erfrischend. Gerade für dich ist das mega erfrischend. Also ich nehme das nicht. Es sieht wirklich aus wie so kleine Minzbonbons. Richtig geil. Es steht extra auf der Verpackung. Do not eat. Oh. Es ist allein geil, im Mund zu haben gerade, weil ich merke, wie ich immer größer bin. Müssen wir rausschneiden. Boah, was du sagst. Okay, wollen wir so eine kleine Tablette reinschmeißen? Ja, darf ich jetzt? Nicht einfach vorher. 3, 2, 1. Wie lange? Oh mein Gott, das geht richtig schnell! Das ist ja süß. Oh mein Gott, das ist jetzt wirklich geil. Das ist doch schon Hör auf! Wie geil ist es? Ey, das ist wie im Flugzeug. Kennst du? Da kriegst du ja auch solche Tücher, die sind so warm und dampfen. Wenn du mal auch Durst hast, kannst du den hier machen. Ihhh, so widerlich! Ich hab das als Kind immer gemacht, du nicht? Ja, ich auch. Oh, wie lame. Hä? Es wird so schnell groß. Julia, du... Hey, guck, oh mein Gott, wie geil das ja, aussieht! Siehst du? Was machen wir jetzt mit den ganzen Erfrischungstüchern? Naja, uns erfrischen und sie auszutschen. Oh geil, I love zutschen. Ich kann das nicht! Oh, wollen wir die mal einen Cola auftauen lassen? Ja! Wie viel das jetzt ist, ne? Die sind richtig voll. Ja, kannst du alle in deinen Mund tun. Weißt du, das Ding ist, er macht's halt auch noch. Wie ist es? Hast ganz lange was von jetzt, ne? Ja. Ja, er hat nie wieder Durst jetzt in seinem Leben. Ah! Okay, wollen wir es jetzt mit Cola machen? Ah! Du hast gerade ein Loch in die Wand gehauen, ne? Du hast wirklich ein Loch in die Wand gehauen. Oh mein Gott, du hast den ganzen Putz abgehauen. Das wird dir vom Gehalt abgezogen, beziehungsweise wirst du jetzt gefeuert. Ja, oh, du bist so eine blöde Sau. Wir öffnen die jetzt in Melinas Richtung, okay? Nicht, Julia, nicht. Oh Gott. Oh mein Gott, ich hab das Auge bekommen. Au, es brennt. Es brennt der Erfrischungstuch. Julia, nicht. Oh, du bist so eine eklige Alte. Wie geil. Julia, wir sind so richtige Assi-Menschen, ne? Oh Mann, ey. Und geil. Wie wir auch Tücher essen, die sich mit Wasser vollsaugen. So richtig dumm. Voll lecker, aber voll schnell vorbei. Ja. Bomi, Matsche, Bomi, Matsche, Bomi, na, na, ey. Oh, Melina, ich hab dich so gern. Hasse Melina, die mag Frauen viel mehr als Männer. Das finde ich unfair und sexistisch. Air Pressure Bottle Opener. Boah, ich hab gar keinen Bock. Das hier ist ein Korkenzieher, der mit Luftdruck funktioniert. Und Leute, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir werden es jetzt aber live herausfinden. Warum haben wir eigentlich nur Alkoholflaschensachen? Ja, weil es halt cool war. Das ist voll crazy. Hier ist so eine Nadel drin und du steckst die Nadel da rein und dann drückt es das mit Luft raus und du denkst dir nur so, how did it work? So sieht das aus, Leute. That's what Falls you das call corking. Habt, pull out the needle from the handle. Anzugeben, oh, halt die Fresse. Oh. Ganz vorsichtig drücken. Pull the bottle opener up and down. Hä, was soll man jetzt hier so ein... Oh mein Gott, man muss... Oh mein Gott. Was ist pervers? Ah, man pumpt jetzt Luft da rein. Oh Gott, gleich explodiert die Flasche. Scheiße. Aber wie oft, was passiert dann? Du musst es halt richtig runterdrücken. Gar nicht. Ja, aber ich verstehe nicht, was passieren soll. Es steht nicht mehr da, was dann kommt. Was hast du getan? Ah, es kommt jetzt einfach raus? Ah, oh, wow, okay. Oh mein Gott, diese Nadel hätte uns einfach umbringen können. Aber wir leben. Es war ein bisschen dangerous, ne? Also wir haben jetzt halt auch hier so ein bisschen Rückstände an der Decke. Der Maler war erst letzte Woche hier. Wir haben schon wieder ein neues Loch drin. Ne, Melina? So, Joey, was machen wir jetzt? Ich bin der Joey und wir machen jetzt was richtig Geiles. Aber also, was machen wir denn? Ah! Oh yeah, was ist denn das? Das ist aber Wassermelone. Oha, wie cool. Aha, das hier ist nämlich ein besonderer TikTok-Wassermelonenschneider. Melone schneiden ist einfach nur nervig. Deswegen gibt es jetzt dieses geile Teil und dann steckt den so rein und dann kommt's raus. Und dann kommen kleine Würfel oben rausgesprungen. Also es ist schon irgendwie geil. Oh, Julia, mach's nicht kaputt, du Kacke. Oh, du bist einfach so eine blöde Popsau. Nee, guck mal hier. Was? Hast du gerade Popsau zu mir gesagt? Popsau. Ich poppe überhaupt nicht.
So, ja, Vorsicht. Oh. Oh. Wir müssen jetzt hier den Pops abschneiden. Also hier ungefähr abschneiden. Julia, das hier ist der Anfang des Schälers und jetzt stecken wir ihn hier so rein. Darf ich? Ja, steck's rein. Toll! Und es kommen Würfel raus! Und das war's halt auch schon. Und jetzt kannst du halt das essen. Das ist halt irgendwie scheiße, ne? Ist ja wirklich toll. Es macht schon ein bisschen Spaß. Oh ja, it's satisfying deluxe. Cool. Es macht Spaß, das Teil reinzustecken. Wie so oft im Leben. Ich will auch nochmal reinstecken. Ich darf nie reinstecken. Wirklich nicht? Na, wie denn? Leute, wir kommen zu unserem großen Finale. Ich bin richtig gespannt, ob es scheiße oder geil ist. Komm rein, Julia! Geht das nicht schneller? Ist ja richtig die Oma. Stopp! Keine Sorge, das ist jetzt nicht unser Highlight. Hab ich auch mal? Sieh, darum geht's halt nicht, Leute. Es geht eigentlich um eine Konstruktion, die man daran baut. Und dann wird dieses Teil einfach zu einem Go-Kart. Oh mein Gott, ich war gerade rückwärts. We have a seat! Yes, Leute, und das ist... Aber wie geht man runter, Julia? Das verstehe ich noch nicht. Ja. Oh, wir haben hier einen Sitz für dieses Teil, sodass es zu einem Go-Kart wird. Und das soll richtig cool sein. Also, angeblich haben wir es jetzt zusammengebaut. Wir werden es jetzt austesten und mal sehen, ob Julia gleich gegen die Wand fährt. Warte, warte! Oh, Julia! Komm jetzt her! Ja, das war mir viel zu schnell! Warte, 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 warte! Ja. Du musst da vorne deine Schuhe, deine Füße... Julia! Julia! Alter, wie schnell das ist! Warte, warte, warte! Nee. Das ist ultra gefährlich! Warte, warte, warte! Ich hab dich, Julia, alles gut! Das ist so schnell! Mach eins nach hinten, eins nach vorne, los! Ich glaube, ich will das nicht probieren. Ich habe zu sehr Angst. Also jetzt sieht es halt gerade aus wie so eine Oma. In ihrem Monat. Boah, das ist so empfindlich, das Ding. Man braucht nur so ein bisschen... Oh mein Gott, ich habe mich gerade geschlagen, ne? Jetzt mach doch mal was Cooles, Will. Du fährst nur wie so eine Oma. Ich will das jetzt draußen probieren. Dann jetzt wünsche ich dir auch viel Spaß. Setze ich mich hier drauf. Wie hält man an? Wie hält man an? Oh Gott, ich werde sterben, Melina. Warum ist das so schnell? Du musst halt wirklich so richtig sanfte kleine Mini-Bewegungen machen. Oh ja, ich hab's raus. Guck mal, ich kann sogar rückwärts fahren. Wie geil bin ich denn? Achtung! Joey! Ah! Oh, ja, Vorsicht, ne? Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr! Ich will nochmal! Oh, so fühle ich mich auch wohl drauf. In der Geschwindigkeit ist okay. Ey, man sieht halt auch wirklich aus wie so eine Opa, ne? Ja. Das ist aber, wenn man genau in die entgegengesetzte Richtung dreht. Hä, oh. Hey, guck mal, das ist so einfach. Das war doch ein schönes Video. Okay, Leute, falls es euch gefallen hat, wie wir absolut gefällt haben, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Aber es war doch voll schön. Oh, Julia. Oh, Entschuldigung. Wir haben aber auch noch ein geiles Video auf YouTube. Ein geiles Video. Ihr glaubt nicht, wie geil es ist. Das ist jetzt hier, Sir. Einfach geil. Klickt hier drauf. Klickt hier. Klickt hier. Und ihr findet den Link dazu auch nochmal unten in der Beschreibung. Es ist übrigens geil geworden. Mega geil. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Vergesst nicht, Julia abonnieren zu. Und damit ich auch schon wieder sage, sehen wir uns bald. Woo! Ja. Okay.